Habt ihr so eine Narbe schon mal gesehen? Vielleicht bei den Eltern oder bei den Großeltern. Habt ihr selbst so eine Narbe? Wahrscheinlich nicht. Ich schon. Woher die kommt und warum ich davon ausgehe, dass ihr nicht so eine Narbe habt, erzähle ich euch gleich. Hey ihr Online-Unterricht-Genießer, aufgrund der aktuellen Lage seht ihr jetzt keinen klassischen Vortrag im regulären Sinne, sondern ein kleines Video meinerseits. Wenn es euch unter den Fingernägeln brennt, Fragen zu stellen, könnt ihr mich natürlich kontaktieren. Das heutige Thema: Pocken. Bei der Pockenkrankheit handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Das heißt, es handelt sich um eine durch Krankheitserreger hervorgerufene Krankheit. Die Erreger sind häufig Bakterien, Pilze oder Viren. Bei der Pockenkrankheit handelt es sich um Viren, die sogenannten Orthopoxvirus variolae. Die Gattung Orthopoxvirus besitzt eine doppelsträngige DNA und hat eine Größe von 170 bis 450 Nanometer. Damit sind sie die größten animalen Viren. Sie sind sogar so groß, dass man sie unter dem Lichtmikroskop erkennen kann. Dieser Erreger weist außerdem weitere Besonderheiten auf. Für gewöhnlich weisen die infizierten Zellen Virusplasma in intrazellulären Organellen auf. Die DNA-Synthese des Pockenvirus findet hingegen außerhalb des Kerns statt. Das heißt, der Zellkern kann nicht genutzt werden und viruseigene Kodierungen für Enzyme werden benötigt. Pocken können von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Außerdem ist eine Ansteckung über Einatmen von Staub möglich, wenn sich in diesen Hautschüppchen von Pockenerkrankten befindet. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel 12 bis 14 Tage. Es kommt zu Kopf- und Rückenschmerzen. Dazu kommt hohes Fieber, das Pockenfieber mit Schüttelfrost. Der Fieberverlauf ist biphasig, das heißt, nach 1 bis 5 Tagen klingt das Fieber ab, dann steigt es wieder an. Häufig treten Rachenentzündungen auf. Der Patient ist hochinfektiös. Auch die typischen Hauterscheinungen treten auf. Diese beginnen mit Flecken, auch Makula. Aus diesem Fleck entsteht ein Papel. Das sind erbsengroße Knötchen unter der Haut. Daraus werden Vesikel, also Bläschen mit klarer oder blutiger Flüssigkeit. Diese wiederum werden zu Pusteln, die mit Eiter gefüllt sind. Diese verströmen einen äußerst unangenehmen Geruch. Der gesamte Körper ist betroffen, wobei Hände, Kopf und Füße am stärksten betroffen sind. Bei weniger starken Krankheitsverläufen kommt es nach ca. 2 Wochen zur Kruste. Aus diesen resultieren deutliche Narben. In schwereren Fällen kommt es zusätzlich noch zur Erblindung, Gehörlosigkeit, Lähmung, Hirnschäden oder Lungenentzündungen. Die Letalität der unbehandelten Pocken liegt bei etwa 30%. Die Symptome waren den Menschen vor unserer mit Wissen und Fortschritt verwöhnten Zeit durchaus bekannt. Impfungen oder Behandlungen waren jedoch nicht Teil ihres Wissens. Die Sterberate liegt bei 10-90%, je nach Stamm und Verlauf. Man vermutet, ähnlich wie bei den Coronaviren, dass das Pockenvirus von Nagertieren auf Menschen übertragen wurde. Die Geschichte der Pocken beginnt bereits vor 12.000 Jahren im Nordosten Afrikas. Man geht davon aus, dass durch ägyptische Händler die Pocken nach Indien kamen. Im Alten Testament berichtet Hiob von Schächen, also Pusteln und Geschwüren, die mit den Pocken in Verbindung gebracht werden können. Auch die 6. ägyptische Plage deutet auf eine Pockenepidemie hin. Philion von Alexandria beschreibt in der Vita Moses diese Plage mit allen Symptomen der Pocken. Im Papyrus Ebers, eines der ältesten erhaltenen Schriften, wird die Uchedu-Krankheit genannt. Diese beschreibt einen eigentümlichen, tödlichen Hautausschlag mit Geschwüren. Zusätzlich zeigen Mumien Läsionen, also Verletzungen der Organe oder Körperteile, die auf Pockennarben hinweisen. Ein Beispiel ist die Mumie von Pharao Ramses V. von Ägypten, 1150 vor Christus. Zur Zeit des Hippokrates, ein großer griechischer Arzt und Lehrer, traten die Pocken wahrscheinlich auch in Griechenland auf. Dieser stellt die 4-Säfte-Lehre auf. Die 4 Säfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Daraus lässt sich Schröpfen, Aderlass oder auch Abführmittel ableiten.
Auch in China wurden die Symptome von dem Alchemisten Ge Hong beschrieben, die auf Pocken hinweisen. Man vermutet, diese wurden 150 vor Christus durch die nomadischen Hunnen über die unfertige chinesische Mauer eingeschleppt. Auch durch den Einzug der römischen Legion der Stadt Seleukia Ktesiphon im heutigen Irak. Die Pockenerkrankungen steigen. Die folgenden Berichte beschreiben die Symptome der Pocken, allerdings können diese auch auf andere Krankheiten zutreffen. Hier seht ihr einmal die Liste. Die Folge der ansteigenden Pockeninfektion, die Antonionische Pest. Mit der Erstürmung der Stadt Seleukia Ktesiphon wurde der Apollontempel geplündert. Eine tödliche Hautkrankheit sei ausgebrochen, nachdem Plünderer ein geweihtes Gefäß zerbrachen. Der darin befindliche Gifthauch, die Dämpfe aus der Naphtha-Quelle in Babylon, wurden den Plünderern zum Verhängnis. Allerdings kann es gut sein, dass diese Geschichte verbreitet wurde, um Seuchen als göttliche Strafen darzustellen. Die Krankheit war jedenfalls präsent und breitete sich in dicht bevölkerten Städten schnell aus. Auch die großen Städte Athen und auch Rom sind betroffen. Da die Infrastruktur des Römischen Reiches weitreichend ist, gelangt die Krankheit über den Seeweg auch nach Britannien. Paulus Orosius berichtet, Ortschaften sind entvölkert, Cassius Dio berichtet 2000 Tote pro Tag in Rom. Dann breitet sich die Krankheit bis zur Donau und an den Rhein aus. Die Folge war das 24-jährige Massensterben mit kurzer Unterbrechung. Die Astrologen suchen die Ursache der Katastrophe in einer Konjunktur des Planeten Mars und Saturn. Die hohe Mortalitätsrate wird durch die Steuerlisten der Provinz Ägypten dokumentiert. Schließlich stirbt Marc Aurel 180 vor Christus ebenfalls an den Pocken. Die Folgen sind weitreichend. Der Historiker Ammianus schreibt, von den Grenzen Persiens bis an den Rhein und Gallien war alles mit Leichen erfüllt. Die Kriegsführung gegen die Germanen an der Donaugrenze war natürlich erschwert. Wegen den großen Verlusten in den Truppen mussten Sklaven rekrutiert werden. Außerdem machten die Pocken an den Reichsgrenzen keinen Halt und breiten sich in Richtung Norden aus. In Ägypten wird von Massenflucht berichtet. Neben der Epidemie während Marc Aurels Herrschaftszeit war diese auch von Missernten, Steuererhöhungen und Krieg geprägt. Demnach kann es sein, dass die Antonionische Pest ein Faktor war, der zur politischen Destabilisierung geführt hat. Diese führt schließlich zur Reichskrise des 3. Jahrhunderts. Schätzungsweise starben 7 bis 10 Millionen Menschen. Das entspricht mehr als 5% der Bevölkerung. Galenos von Pergamon, griechischer Arzt und Anatom, nimmt an, die Krankheit resultiere aus der fehlerhaften Beschaffenheit der Körpersäfte. Er ist von Hippokrates Vier-Säfte-Lehre überzeugt. Es erscheinen bei allen Bläschen schwarze Ausschläge über den ganzen Körper, meistens von schwieriger Beschaffenheit. Dies war offensichtlich ein Überbleibsel des durch Fieber in Fäulnis geratenes Blut, welches die Natur wie eine Art Asche zur Haut trieb. Bei Menschen, bei denen der Ausschlag schwierig wurde, fiel das Oberste ab, was man einen Schorf nennt. Und hernach war bereits das Übrige der Genesung nahe und verheilte nach einigen Tagen. Galenos setzte die Krankheit in Beziehung zur attischen Seuche des Zyklidides. Die Krankheit trat, dem Bericht des Zyklidides zufolge, plötzlich bei Menschen auf, die vorher noch bei bester Gesundheit gewesen waren, und schritt von oben nach unten fort, indem es zu Beginn zu einem starken inneren Hitzegefühl im Kopf mit entzündeten roten Augen kam und sich Schlund und Zunge wie roh anfühlten. Der Atem kam dabei übelriechend und unregelmäßig, die Erkrankung griff auf den gesamten Körper über, und wenn sie den Magen erreicht hatte, drehte es diesen förmlich um, sodass es unter schrecklichen Übelkeit Galle in allen damals unterschiedlichen Formen erbrochen wurde. Schließlich erfasste die Krankheit die Schamteile und Gliedmaßen bis in die Finger- und Zehenspitzen. Viele seien nur davongekommen, weil sie diese verloren hätten, während andere wiederum erblindet seien oder ihr Gedächtnis verloren hätten. Es folgten Niesen, Heiserkeit und Husten sowie grippale Anzeichen, von Bläschen und Geschwüren übersät gewesen. Innerlich hätten die Erkrankten aber ein heftiges Feuer in sich brennen gespürt, sodass einige von unstillbarem Durst, Schlaflosigkeit und Unruhe getrieben in den Brunnen gesprungen seien. Im häufigeren Falle sei man, ohne ganz in Kräfte zu sein, nach 6 oder 8 Tagen gestorben.
Seltener sei es nach einer vorübergehenden Erholung zu einem Übergreifen auf den Unterleib mit starker Geschwürsbildung und Auftreten einer Diarrhoe gekommen, sodass diese Erkrankten an der daraus folgenden Erschöpfung starben. Ein hohler Schluckauf wurde als kennzeichnend bei den meisten Erkrankten beschrieben, wodurch heftige Krämpfe ausgelöst wurden und er bei den einen nach Abklingen der Symptome, bei den anderen noch sehr viel später aufgetreten sei. Thukydides berichtet, dass die einen gestorben seien, weil sich niemand um sie gekümmert habe, während anderen trotz aller denkbaren Pflege verstarben. Auch Tiere seien von der Krankheit betroffen gewesen. Um 1910 nach Christus benennt der Arzt Muhammad ibn Zakaria Arasi den Unterschied zwischen Pocken und Masern. Er überarbeitet das Werk Galens, schafft einen Lehrplan der Medizin. So kommt zunehmend das Bewusstsein auf, dass nach der Erkrankung mit den Pocken keine zweite Erkrankung folgen kann. Die Kreuzritter des 11. bis 13. Jahrhunderts verbreiteten die Pocken vermutlich in Europa. Die Wikinger haben laut Funden auch an den Pocken gelitten, allerdings unterscheiden sich die Viren von den rezenten im 20. Jahrhundert. Die Zeit schritt voran, wir befinden uns im 16. Jahrhundert, denn mit der Entdeckung Amerikas im Jahre 1492 und den darauffolgenden Kriegen schwingen schwerwiegende Folgen für die Ureinwohner mit. Denn die Europäer brachten viele Krankheiten mit sich, darunter auch die Pocken. Das löst ab 1518 verheerende Epidemien unter den Indianern aus. Man nimmt an, dass ein Viertel bis die Hälfte der indigenen Bevölkerung den Pocken zum Opfer fielen. Ein Beispiel für eine Pockenepidemie ist jene an der Pazifikküste Nordamerikas ab 1775. Da die Europäer durch zahlreiche Epidemien stark durchseucht waren, waren diese weniger gefährdet. Die vielen Kriege lassen vermuten, dass die Pocken als biologische Waffe zum Einsatz verwendet wurden oder zumindest nahelagen. Trotz Forschung ist die Annahme umstritten. Es seien private Briefwechsel dokumentiert worden, in denen ein Pockenausbruch unter den indigenen Bewohnern geplant wurde. Dieser Versuch sei jedoch fehlgeschlagen. Dennoch ist klar, dass die Pocken sowie weitere Krankheiten zu einem erheblichen Vorteil der Europäer beigetragen haben. Neben dem Kriegsnachteil für die indige Bevölkerung sind die vielen Todesfälle für eine kleine Bevölkerung mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Der arbeitsteilige Alltag ist erheblich erschwert, wenn Mitglieder fehlen oder sterben. Außerdem ist Verweisung nicht ungewöhnlich. Die Hoffnungslosigkeit der Menschen endet nicht selten mit Suizid. Eine nicht unerhebliche Rolle bei der Ausbreitung der Pocken spielt der Atlantische Dreieckshandel. Die drei Parteien: Amerika, Europa und Afrika. Beispielhaft ist der Handel von Sklaven von Afrika nach Amerika. Dort wurde Baumwolle angebaut und nach Europa gebracht. Das daraus gewonnene Stoffgewebe wurde dann wiederum nach Afrika gebracht. Durch den Handel sowie die rege Infrastruktur konnten sich die Pocken ebenso gut wie die Ware auf den Kontinenten verbreiten. Nach Australien kamen die Pocken schließlich mit Seefahrern aus Indonesien, die dort ab ca. 1700 Seegurken sammelten. Die erste dokumentierte Pockenepidemie in dem heutigen Gebiet Sydney war im Jahre 1789. Auch in Europa wütet die Krankheit. Ab dem 18. Jahrhundert steigen die Pockenfälle in Europa. Die Pestfälle gehen zurück und damit wird die Pest als die schlimmste Krankheit von den Pocken abgelöst. Eine britische Studie besagt, einer von 13 Todesfällen sei auf die Pocken zurückzuführen. Da an den Pocken 10% aller Kleinkinder starben, galt die Krankheit als Kinderkrankheit. Da Kinder so häufig an der Krankheit erkrankten und oftmals starben, zählten Kinder häufig erst zur Familie, nachdem sie die Pocken überlebt hatten. Auch vor Berühmtheiten und Adeligen machte die Krankheit nicht Halt. Goethe, Haydn, Mozart und Beethoven sind beispielsweise auch an den Pocken erkrankt. Auch die Kaiserin von Österreich, Maria Theresia, hatte mit der Krankheit zu kämpfen. Ihr Onkel sowie zwei der drei erkrankten Töchter fielen der Krankheit zum Opfer. Doch aufgrund der Verunstaltung ihres Gesichts durch die Pockennarben platzten die Verheiratungspläne, die der Allianzpolitik zu anderen Herrschaftshäusern dienen sollte. Außerdem gilt die Kaiserin als Vorreiterin der Pockenimpfung durch Blatternsekret. Sie lässt ihre restlichen Kinder erfolgreich impfen. Außerdem lässt sie ein Inokulationshaus eröffnen, in dem man sich kostenfrei impfen lassen kann. Da die Impfung ein hohes Risiko mit sich bringt, wurde das Angebot wenig genutzt.
zu der Impfung später mehr. Eine weitere Pockenepidemie tritt in Deutschland 1870 auf. Währenddessen sterben 181.000 Menschen. Und zwar als Resultat des Deutsch-Französischen Kriegs. Daraus folgt die Einführung des Reichimpfgesetzes 1874. Hier seht ihr einen Impfschein. Pockenimpfstoffe sind die ältesten bekannten Impfstoffe. Seit ca. 1000 vor Christus wurde in Indien bereits Variolation durchgeführt. Das heißt, das Sekret der Blattern wurde einem gesunden Menschen initiiert. Die erste gesicherte Dokumentation einer Pockenimpfung stammt aus dem Jahre 1549 von einem chinesischen Arzt Wan Quan. Dabei wurde zerriebene Kruste der Pocken als Schnupfpulver durch die Nase eingenommen. Es wurde häufig eine Immunität erzielt. Dennoch lief es auch oft auf einen Fehlschlag hin, der die Patienten erkranken ließ. Die Impfung mit Lebendimpfstoff wurde bis ins 18. Jahrhundert durchgeführt. Die Impfung führte häufig zu Erkrankungen. Ab Ende des 18. Jahrhunderts setzte der englische Landarzt einen Meilenstein. Der Kampf gegen die Pocken beginnt. Dieser Landarzt nannte sich Dr. Edward Jenner. Und dieser kam bei einer Schnupfverabreichung als Kind fast ums Leben. Zu Zeiten Jenners stirbt ungefähr jeder Siebte an den Pocken. Der Arzt merkt, dass Frauen, die sich beim Melken mit den Kuhpocken infizierten, nicht an den echten Pocken erkrankten. Dieser sogenannte Milchmädchen-Mythos ist unter den Bauern schon länger als Mythos bekannt. Jenner hält das Phänomen allerdings nicht für einen Mythos. Er befragt viele Menschen, ob sie die Kuhpocken hatten und wenn ja, ob sie daraufhin bei einem Pockenausbruch erkrankt sind. Daraufhin folgt ein heikles Experiment. Jenner impft den Sohn seines Gärtners, James Phillips, mit den Kuhpocken. Das war Schritt 1. Schritt 2 erfolgt 6 Wochen später. Jenner infiziert den Jungen mit echten Pocken. Der Versuch an James Phillips war erfolgreich. Dennoch handelt es sich lediglich um einen einzelnen Versuch, woraus keine wissenschaftliche fundierte Aussage folgen kann. Dennoch probiert Jenner es weiter, impft sogar seinen 11 Monate alten Sohn. Es handelt sich übrigens um das Vaccina-Virus, welches für ein Kuhpockenvirus gehalten wird, welcher jedoch eigentlich näher mit dem Pferdepocken als mit den Kuhpocken verwandt ist. Vacca ist lateinisch und bedeutet die Kuh. Daraus lässt sich die Bezeichnung für Impfung Vaccination ableiten. Jenner lässt sich die Impfung nicht patentieren, sondern teilt seine Erkenntnisse. Jenners Erkenntnisse gehen über die Landesgrenzen. Bald darauf beginnen auch die ersten Impfkampagnen. Der Impfstoff enthält aktive Viren, war also nur so lange wirksam, wie der Erreger infektiös blieb, also ungefähr 10 Tage. Der Transport erfolgt zum Beispiel durch Tränkung von Baumwolle in der Flüssigkeit oder durch Versiegelung mit Glasplatten und Wachs. Innerhalb Europas war das kein Problem. Doch die Reise zu anderen Kontinenten dauert länger als 10 Tage und Kuhpocken waren in Amerika zum Beispiel nicht verbreitet. Deshalb konnte dort auch kein Impfstoff hergestellt werden. Bei der Impfung wird übrigens mit einer solchen Bifurkationsnadel die Haut verletzt. Daraus folgt die angeborene Immunantwort. Als Impfreaktion werden neutralisierende Antikörper gebildet, die vor einer Infektion mit humanen Pockenviren schützen. Aus dem Impfeinstich folgt eine Pocke, die zu der typischen Impfnarbe einer Pockenimpfung führt. Als am Ende des 18. Jahrhunderts eine weitere Pockenepidemie startet, startet der spanische König Karl IV. Die Königliche Philanthropische Impfstoffexpedition. Vermutlich stammt die Motivation nicht zuletzt aus dem Verlust seiner Tochter, die im Kampf gegen die Pocken einige Jahre zuvor ihr Leben verlor. Bei der Expedition sollten nicht nur die Menschen geimpft, sondern permanente Impfzentren geschaffen werden. Der Leiter der Expedition, Arzt Francisco Javier de Balmes. Der Arzt schafft eine Möglichkeit, um den Impfstoff über den Atlantik zu bringen. So wird eine Gruppe Ungeimpfter an Bord genommen. Zwei von der Gruppe werden mit dem Kuhpockenvirus infiziert und isoliert. Nach dem Abklingen der Krankheit werden mit der Flüssigkeit der Pusteln zwei weitere infiziert. Das geht so lange weiter, bis Südamerika erreicht ist. 22 Waisenkinder fanden in der Menschenkette über den Atlantik ihren Platz. Die Expedition startet am 3. November 1803 in La Coruña, woraufhin sich die Gruppe im heutigen Venezuela teilt. Balmes fährt weiter nach Kuba, von da aus nach Mexiko.
Er überquert sogar den Pazifik und bringt den Impfstoff bis nach China. Die Expedition endet 1806. Man vermutet, etwa 1,5 Millionen Menschen wurden im Zuge der Balmis-Expedition geimpft. In Erinnerung an diese wurde die spanische Militäraktion zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie Operation Balmis genannt. Weitere Fortschritte im Kampf gegen das Pockenvirus schaffte die Weltgesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsorganisationen. Ab 1967 wurde die Pockenimpfung weltweit Pflicht. Dabei wurde die Strategie des Ringimpfens eingesetzt. Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, wurden wichtige Kontrollpunkte. Bei einem Ausbruch wurde der erste Überträger isoliert und alle Kontaktpersonen wurden geimpft. Das konnte bei den Pocken gut durchgeführt werden, da Infizierte durch die Pusteln gut erkennbar sind. Ganz im Gegensatz zu Corona. Natürlich gab es auch Impfgegner und Kritiker, dazu hier ein Beispiel, eine französische Karikatur, die die Sorge zeigt, man verwandle sich durch die Impfung zur Kuh. Geimpft wurde in kleinen Teams, die im Ernstfall mobilisiert wurden. Mit Booten, Geländewagen, Fischerbooten, Pferden, Eseln und auch Kamelen. Dennoch stand der Impfstoff in Kritik, nicht zuletzt wegen seiner Nebenwirkung. Auf 1 Million Geimpfter kommt ein Todesfall und 1300 schwere Komplikationen. Dennoch gilt die Kampagne als eine der größten Erfolge der Menschheit. In Orten, in denen das Virus besiegt ist, feiern die Menschen oft richtige Zeremonien. Die letzte Pockenepidemie in Deutschland war im Jahre 1970, bei der lediglich 21 Personen infiziert waren. Die zweijährige Rahima Banu aus Bangladesch war 1975 der letzte Mensch, der an den echten Pocken erkrankte. Am 8. Mai 1980 wurden die Pocken von der WHO als ausgerottet bezeichnet. Daraufhin wurde die Impfpflicht aufgehoben. 2,4 Milliarden Impfdosen, 3.000 Millionen Dollar, 3.000 Millionen Dollar, 3.000 Millionen Dollar und mehr als 200.000 Helfer waren nötig. Die Pockenimpfpflicht wurde ab den 70er Jahren in vielen Staaten Deutschlands auch aufgehoben. Deshalb ging ich davon aus, dass ihr wahrscheinlich keine solche Narbe habt, denn in Deutschland gilt keine Impfpflicht mehr. Während in einigen Ländern, wie zum Beispiel Vietnam, gegen 2000 die Impfung weiterhin durchgeführt wurde. Offiziell gibt es seit 1980 nur noch zwei Orte, an denen Pockenviren lagern. Das Forschungszentrum der US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC in Atlanta und ihr russisches Gegenstück Vector in Kosovo. Da die Bestände die letzte Möglichkeit sei, Impfstoffe gegen die Pocken auf ihre Wirksamkeit zu prüfen, wurde die Idee der Vernichtung verworfen. Zur Herstellung eines Impfstoffes seien die Bestände nicht nötig. Die Methode eines Biowaffenanschlags rückt in den Vordergrund. Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 haben sich die Industriestaaten wieder großzügig mit Pockenimpfstoffen eingedeckt. Unter anderem die USA mit 100 Millionen Impfdosen. Deutschland beauftragte im Jahreswechsel 2002-2003 die Firma Bavarian Nordic als Reaktion zum sich entwickelnden Irakkrieg, für jeden Deutschen etwas mehr als eine Impfdosis auf Lager zu haben. Auch wenn die Industrieländer im Ernstfall gut ausgestattet sind, haben Dritte Weltländer kaum ausreichend Vorräte. Das war's zum Thema Pocken. Einige Aspekte wie die Menschenkette über den Atlantik oder das private Impfen durch Jenner sind in der heutigen Zeit natürlich unvorstellbar. Auch eine Impfpflicht stößt vielen übel auf. In Bezug auf unsere aktuelle Pandemie lässt sich das Ganze natürlich auch nicht 1:1 übertragen. Dennoch ist klar, dass eine weltweite Seuche nur durch weltweite Zusammenarbeit besiegt werden kann, wie beispielhaft durch die Ausrottung der Pocken zu sehen ist. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, auf Wiedersehen.